Hallo Leute, Paul Phoenix hier und Antrax und wir spielen heute Dead Fucking Space 3. Halt, 3, 2, 1. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Ich wette, diesen riesengroßen LCD-Bildschirm kann man wunderbar sehen, wenn das Ding die ganze Zeit hin und her fliegt. Ich frage mich die ganze Zeit, warum der Typ so hässlich ist. Ich hab keine Ahnung, der ist wohl irgendwie. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Jetzt geben wir den Becher ab. Jetzt bewegt er sich nicht mehr. Ich bin in Rage, Mann, in Rage. Immer. Oh, jetzt hat die Flasche einen Schwenker gemacht. Oh, sich von alleine öffnende Türen sind immer schlecht. Bedrohlich. Oh. Und kaputt gemacht. Ist er klar. Weg von mir. Ich hab gemerkt, du kannst dich porten. Er ist es. Ja. Zum Hacker sind sie. Hab ich gelernt auf. Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz lassen. Ne? Meines Wissens sind sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen Scheiß, erschuf ich. Die Regierung zwang mich. Und sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für sie. Nein. Hey, der Typ sieht ein bisschen aus, als hätte Mami ihn angezogen, finde ich direkt, oder? Ja, sein Anzug auch so hässlich. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren haben. Der macht seine gestriegelten Haare, er geht gar nicht, der Typ. Wo ist sie? Was haben sie ihr angetan? Wo ist sie? Du hörst mich bestimmt besser, wenn ich rumbrülle! Ornithologen sind nicht in ihre Lagerhalle vorgedrungen! Wir können sie nicht stoppen! Ja, draußen ist auch wieder Star Wars, gibst du, oder? Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Was? Ich finde, draußen sieht es aus wie bei Star Wars. Okay. Ja, auf was ist das? Coruscant? Ja, genau. Ich glaube Coruscant, ja. Hier, nimm das Ding und schieß mir den Rücken. Keine Ahnung, die sind alle ein bisschen. Ich frage mich auch, wie die Tür aufgehen konnte und du schon drinnen warst, bevor die Tür. Irgendwie... Ja, ich. Vielleicht war ich schon die ganze Zeit drin, hab ja auch beim Duschen zugeguckt und so. Oh. Ach so. Alter. Oh. Das Ding ist jetzt nur. Wir haben jetzt natürlich, weil wir das Intro nochmal gespielt und spielen jetzt, haben wir natürlich jetzt die Waffe vom ersten Kapitel. Ja, ich hab mein. Ich nehm einfach meinen Pass. Ein Textlog, den will ich, sowas von nicht lesen. Bitch! Los, ab geht er, der Peter. Okay. Hier ist ein Fahrstuhl. Der ist verriegelt. Dann nicht Fahrstuhl. Wie lang? Ja, ich komm schon. Auf bin. Lau! Hau dich! Wer zum Teufel sind Sie denn? Earthguards letzte Bataillon. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carter. Echt nicht voll gechillt, er labert uns voll. Bla bla. Verstehen Sie daran nicht? Kann ich auch nicht schießen? Oh doch. Niemand mehr? Was ist denn da? Was ist Oh. Wir halten viel aus und ich kann nicht schießen. Kommst du, hörst! Nein! Ich treffe die alle nicht, Mann! Das kommt, ey! Hä? Harakiri! Kamikaze ist das gar nicht. Harakiri macht ein Weltsport. Er war auch ein Weltsport, ne? Nur halt ohne Katana. Das ist nur halb so cool, ja. Ja, das ist es nur halb so cool. Lauf! Alter, aber Munition. Oh, Alter! Geht hier ab! Alter, hier fliegen über Granaten oder so eine Scheiße. Oh! Alter, perfekter Heli. Jetzt wird man können. Was weichen die eigentlich immer allem aus? Den klopp ich.
Ja, dein Leben geht runter. Aua. Hat mich in die gehauen. Ich glaube, es ist tot, Digga. Okay. Licht. Was ist das rote Leuchten da vorne? Was ist das? Alles klar. Das ist unikologisch. Warum wollen Sie uns töten? Märchen. Die wollen Sie töten. Was? Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Nope. Dieses Arsch. Dieses Arsch. Meine. Ich hab gerade eine übelste Plasmawelle oder so in den Arsch gekloppt, Junge. Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Ich bin in der LCD-Bildschirm vor mir. Oh, ja, genau. Neue Art des Smartphones, Digga. Ja, oh Gott, ey, das wird noch richtig schlimm. Sie ist verschwunden und sie ist. Oh, ich kann die Kamera nicht richtig halten. Oh, bin. Habt ihr diesen Mann gesehen? Bitte. Wo ist der? Das ist nicht. Oh nein! Oh, hi! Oh, ich baller wie immer voll daneben. Hä? Verstehst du den Sinn von diesem riesigen Cutter-Ding nicht, wenn er nicht mit einem Schuss alles durchschneidet? Ja, ich verstehe den auch nicht ganz. Aber manchmal, wenn du genau auf den Kopf stützt, dann ist auch. Oh shit! Oh! Gut, klappt doch. Oh, und seine Leiche ist vor der Freeway. Unbemannte Transporte, die halten für nichts an. Ich war nicht. Ups. Scheiße. Naja, er hat ja extra gesagt unbemannte, ne? Also, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Erstmal. Da liegt noch irgendwas so rum. Brauchst du ein Medikit? Hier. Nee, ich hab 50.000. Erstmal Leiter oder wie, ne? Oh, fuck. Alter, ich hab gleich mit zwei Schüssen zwei Gegner umgelachtet. Das war echt nicht schlecht. Und schade, dass es keiner gesehen hat. Ja, toll. Das ist halt der Plasma-Schnatterbutter, ne? Schnatterbutter. Wir müssen hier lang, Digga. Hier ist die Tür geöffnet. Da waren Kisten und so ein Kram. Was? Kommt der hier hoch? Ich will doch noch wen. Ich. Aha. Nice. Und weg. Sonst kommt noch mehr. Was ist das? Kommen Sie. Wir müssen aus da. Oh, keine lebt der noch der Typ? Das war der Kopf. Ich wollte den Kopf abtreten. Mach auch mal hier. Guck mal. Nee. Das sieht nicht in Ordnung aus. Aggressionen! Ich bin doch in Rage, weißt du. Oh ja, hier gefällt's mir. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit. Wir haben ihn zensiert. Guck mal, hier liegt derselbe Typ mit demselben. Kannst du den auch halten? Haltlosen Rückgrat. Ja, jetzt hat er keinen Kopf mehr. Wieso? Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ich bin das auch aufgefallen. Der hat sogar, der kann alles, der kann telefonieren ohne irgendwie. Ne? Ja, der kann telefonieren ohne Bild, der kann telefonieren mit Bild, der kann dicke fette Hakennase haben. Nee, aber der kann, der braucht einfach nichts, der muss nichts drücken oder so an seinem Anzug. Stell dir mal vor, du wärst immer erreichbar, Digga. Hätte ich toll keinen Bock drauf, Alter. Stell dir vor, du pennst so oder so. Und auf einmal so, moin, Digga, was geht mal hier ab? Der voll platzt auf einmal, ploppt auf einmal so ein Gesicht vor dir auf. So nach dem Motto, hallo! Ja, ne? Voll stressig, ey. So, weißt du, bist du gerade mit dem Mädel, kommst du im Kopf, bist gerade am Bumsen? Ich glaube, wir sind tot. Dieter! Hey! Ja, du bist ja aufgestiegen in der Karriereleiter. Ziehst jetzt Leute durch den Dreck. Oh. Und hopp. Tot. Also klar. Der hat so einen schwulen Anzug. Also der Anzug ist mit Abstand der schwulste, den ich je gesehen habe. Ohne jetzt irgendwen angreifen zu wollen, ich stimme dir vorne ganz zu. Ich möchte Ihnen das zeigen. Das ist einfach nur
Das sieht so nach New Yorker Tailway-Kleidung aus in dem. Das sieht aus wie ein Typ, der in der Jury bei Germany's Next Topmodel ist. Nicht, dass ich das jemals geguckt hätte. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms. Der Hintergrund. Oh. Teil des Marker. Werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze? Nein. Nein! Nein! Verrat mir mal bitte, wie ich mit drei Schüssen im Bus noch stehen kann. Alles auch egal. Muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac, passen Sie gut auf. Weil die Explosion, die sieht man nur, wenn man nach vorne guckt. Ja, what the fuck? Die Reaper aus. Die Explosion sieht man nur, wenn man nach vorne guckt. Die Reaper aus Mass Effect lassen grüßen. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Boah, ich halte jetzt mal die Pistole im Kopf, damit du die ganz einfach wegdrücken kannst. Ausblende. Was mich jetzt noch interessieren würde, Keule. Ne? Wie zur Scheißhölle ich da runterkomme. Ja, genau. Warum stehst du? Ich bin auch zufällig an die gleiche Stelle runtergefallen, allerdings voll bewaffnet. Und ich bin einfach dann hinterher gesprungen. Weil ich mir dachte, mit der habe ich so viel durch schon. Mal davon abgesehen, dass du bestimmt drei Schüsse mehr in die Brust gekriegt hast als ich, aber ist auch egal.